Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Behind Two Souls. Ich spiele jetzt noch eine Folge und mal sehen, wie weit wir diesmal kommen. Also ich bin immer wieder mein imaginärer Freund. Das ist jetzt weiter vorne. Ich zeige mit dem Finger auf den Monitor, ne? Alter, Falter. Ja klar, man hätte das auch chronologisch machen können, richtig. Das ist gruselig. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Okay, jetzt kann ich mich hier umgucken. Diesen Perspektivenwechsel immer. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Oh, wie ich den Satz gehasst habe als Kind. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Ah, so schön sieht's schon lange nicht mehr bei uns aus, ne? Jodie, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Geh ich mal hoch. Sehen, was hier so ist. Das ist mein Zimmer, wie es aussieht. Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut, er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Blöder Aiden.
macht sie denn immer? Ich wollte immer die gleichen Bilder. Ja, es ist gruselig. Hey. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Bin ich im Schrank versteckt? Okay. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Nein. Diesen Perspektivenwechsel. Ich komme nicht klar. Jetzt. Wo ist die Garage? Oh Gott, meine Socken sind dreckig, Mädchen. Wenn man die ganze Zeit in Socken läuft, ist das aber schuld. Wo ist die Garage? Nicht witzig. Mama, wo ist das Öl? Eine Flasche Öl, hat sie gesagt, nicht ein Kanister. Nein, lass das. Lass das. Wir ignorieren dich ein. Jetzt macht er die Tür zu, der Arsch. Bitte schön. Danke, Schätzchen. Ich war noch nicht fertig mit erkunden. Muss nochmal hochgehen. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ja, das wollte ich ja vor uns schon machen. Ruf dich nicht. Quatsch! Alles mit dir. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten.
Aber das ist doch auch Garten. Ihr habt doch immer Vorgärten. Halt hier raus. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Jetzt bin ich. Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Oh, du bist so eine Langweilerin. Schubst du mich an, Alter? Ich geh auf, okay? Ich schwör's dir. Hey, dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Au, das ist kalt. Hey, das ging daneben. Los, zeig dich, Dummi. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Hey, warte mal. Ich will mitspielen. Los, zeig dich, Dummi. Er versteckt sich dahin. Los, auf ihn. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Los, zeig dich, Dummi. Er versteckt sich da hinten. Erwischt. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Hey, warte mal. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Oh. Aiden, du bist der Beste. Das so schlau ist. Ich weiß ja nicht. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm mal schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Stopp, Schluss damit. Ich hab dich! Nein, lass mich gehen! Nein, stopp! Nein! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit! Wir gehen heim! Komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst!
Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, nein, diesmal gibt es nein. richtig Ärger. Nein. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Ich mag den nicht. Auch wenn es der Vater ist, ich mag den nicht. Das ist blöd. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Dumm. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Die Mami ist lieb. Also noch. Weiß ja nicht, was noch kommt. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Redet über seine Tochter! Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach! Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht so, das sowas. Ist, das ist nicht seine... sind nicht die richtigen Eltern. Das sind Adoptiv- oder Pflegeeltern. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Ich möchte nicht loslassen. Ich habe mich gut genommen, keinen Keks gegessen. In der Garage rechtzeitig wieder verlassen. Ich hätte den Schuhkarton nehmen können. Der Kondensator. Da hinten ist Prolog. Der Prolog ist der Anfang. Jody. Oh, Nathan. Mach auf. Na? Was ist los?
Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Weiterfahren! Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Ich weiß nicht. Ja. Ich kann ja nicht speichern. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte mal. Geht F5? Nee. Gut, egal. Dann ist es so. Schwierigkeit kann ich einstellen. Wie dem auch sei, ich muss jetzt hier aufhören. Ich muss nämlich ins Bett. Ich habe morgen Frühschicht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich natürlich auf morgen, auf die neue Folge von Behind Two Swords. Bis dahin. Ciao.